Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei der tiefen Bauchatmung. Öffne nun leicht die Beine und setze dein Gesäß zwischen deine Füße. Knie bleiben nah beieinander. Falte deine Hände ineinander und strecke die Handinnenflächen mit der nächsten Einatmung nach oben. Schließe deine Augen und genieße die Länge deiner Wirbelsäule. Der sitzende Held, Virasana. Sollte dir die Sitzposition noch unangenehm sein, so kannst du diese Übung auch im Fersensitz machen. Senke mit der nächsten Ausatmung langsam und bewusst deine Arme. Strecke mit der nächsten Einatmung deinen rechten Arm und bringe deine Handfläche zwischen deine Schulterblätter. Lege deinen linken Handrücken von unten zwischen deine Schulterblätter und hake, wenn möglich, deine Finger ineinander. Sollten sich deine Finger noch nicht berühren können, kannst du auch ein Tuch oder einen Gurt als Verlängerung nehmen. Richte dich mit jeder Einatmung auf und versuche mit jeder Ausatmung in den Schultern mehr loszulassen. Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung. Setze dich rechts neben deine Füße. Bringe dein linkes Knie über dein rechtes Knie. Richte deine Wirbelsäule auf und hake wieder von oben deine rechten Finger in deine linken. Versuche mit jeder Ausatmung in der Hüfte und im Schultergürtel zu entspannen. Das Kuhgesicht, Gomukhasana. Atme tief und genieße die Dehnung. Ausatmen, löse die Stellung. Bringe dein Gesäß wieder zwischen deine Füße und komme zurück in den sitzenden Held. Spanne während der Einatmung deine Beckenbodenmuskulatur fest an und lasse sie mit der Ausatmung wieder ganz weich werden. Gleite gleichzeitig gedanklich mit deiner Einatmung vom Steißbein nach oben bis zu deinen Händen und mit der Ausatmung von deinen Händen bis hinunter in dein Steißbein. Senke mit der Ausatmung ganz langsam die Arme. Lege jetzt deine linke Handfläche von oben zwischen deine Schulterblätter und führe den rechten Handrücken von unten zu deinen linken Fingern. Schließe deine Augen und atme tief in deine linke Achselhöhle und in deine linke Seite. Meistens fällt die Übung auf einer Seite leichter als auf der anderen. Für eine gerade und gesunde Körperhaltung ist es wichtig, dies auszugleichen. Ausatmen, löse die Stellung. Setze dich links neben deine Füße und bringe dein rechtes Knie über dein linkes. Richte deine Wirbelsäule auf und hake wieder von oben deine linken Finger in deine rechten. Gomukhasana entspannt die Schultermuskulatur und verbessert die Beweglichkeit des Schultergürtels. Sie wirkt anregend und vertiefend auf die Seitenatmung, dehnt die Brustmuskulatur und verbessert die Haltung des Schultergürtels.
Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung. Komme zurück in den Fersensitz und lege deine Hände wieder auf die Oberschenkel. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Herzen. Durch eine aufrechte Haltung schenke ich mir selbst Stabilität und Selbstbewusstsein.